Hey Leute, und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Crouchy, wir spielen Assassin's Creed und befinden uns bei den Wölfen. Oh, hier geht's rein. Na, da schau einer an. Okay, dann gehen wir hier rein. Gut, hier gibt's wieder eine Tafel. Und eine Schlange ist sie auch. Wir lassen da die Schlange los und gucken uns mal hier ein bisschen um. Sammeln das. Da ist noch eine. Und dann können wir gleich zum Kultisten weitergehen, wenn wir da hier fertig sind von dem Grab. Machen die hier mal an. Und schauen uns mal hier überall um, ob wir da irgendwas finden, was uns irgendwie weiterhilft. Auch bis jetzt 9. Oh, Ratten. Ist auch wieder ein bisschen was einzusammeln. Hier ist eine Feuerschale. Rechts, links. Rechts ist nicht viel, also spontan nach links weiter. Feuer, mach's bitte an. Das wird wehtun, deswegen da schnell drüber. Hier ist eine Kiste. Und hier durch. Auch nicht so viel hier in den Raum. Hier können wir ein bisschen was wegziehen. Auch nichts, auch nichts, auch nichts. Ich will gerade wohin ziehen. Nach hinten? Nein, ich glaube, das reicht schon, oder? Yep. Reicht schon. Auch wieder Feuerschale. Dann geht's weiter nach hier. Einmal hier drüber. Das machen wir kaputt. Und schnell durch. Schlange. Bisschen was an unseren Gegenständen verbessert. Das ganze Gold habe ich mal ein bisschen von Level her höher gemacht. Da wir die Ressourcen ein bisschen verwenden, haben wir das eine oder ganz viel gehabt. Haben wir jetzt nicht mehr, können wir die lustig sammeln. Aber wir haben jetzt ganz schön viel da von den Waffen, die wir hatten. Und alle Ressourcen, die haben wir ein bisschen hochbekommen. Ist hier irgendwas? Nö. Gut, dann schnell raus und weiter geht's. Hier was? Hier müsste gleich irgendwas sein zum Wegschieben, irgendein Bücherregal. Und wenn wir das gefunden haben, müssen wir da wieder ziemlich am Anfang sein. Oder auch nicht. Schlange, aber die lassen wir jetzt mal in Ruhe. Schön, noch eine Kiste. Und ich glaube, da sind wir hier richtig.
Wir gehen nach hier und da ist der Ausgang. Schön. Haben wir das geschafft? Ab auf die Karte und jetzt laufen wir nach hier. Und ich glaube, das wird eine Festung sein. Und das ist auch nicht verkehrt, weil da haben wir noch eine Mission. Und ja, können da gleich noch das mitnehmen. Ich weiß aber nicht, ob das da noch mehr wird. Also, dass wir eher mehr solche Siege sammeln müssen von den Athenern. Kann natürlich auch, wenn es dann ein bisschen umfangreicher wird, wie bei den einen in Athen, der immer mehr davon haben möchte. Ich hole wieder das Pferd aus der Tasche. Na los, komm. Damit das Ganze etwas zügiger vonstatten geht. Was das wird. Ah. Schön, ich hoffe, da hat einer so einen Siegel bei. Da ist sowas. So eine Tafel. Da ist er. Auch noch einer. Noch eine Kiste. Und ich glaube, haben wir eigentlich alle gefunden. Hier gibt es nichts mehr zu entdecken. Aber irgendwas liegt hier noch rum. Ach, noch eine Kiste. Und weiter. Ist doch keine Festung. Ein Stückchen kleiner das Ganze, aber reicht ja trotzdem. Zum Besorgen. Oh, 10 Stück haben wir die erreicht. Ich darf mich nicht erwischen lassen. So, einer ist schon mal weg. Pfeile haben wir auch wieder. Und schnappen wir uns gleich mal den nächsten. Das war doof. Sehr gut, war aber allerdings wirklich ein bisschen unglücklich gelöst. Ich wollte ihn erst eigentlich angreifen, so hinter Rücks. Da Schaden machen und dann schnell den Rest erledigen mit den Leuchten. Hat nicht ganz funktioniert. So wollte ich es machen. Hab ich einen entdeckt? Och nein. Oh, woher kommst du denn? Na, da kommen jetzt alle einzeln her und dann können wir sie hier erledigen. Die Angriffe mache ich immer nicht, wenn sie so sich so drehen. Ich
Oh, noch einer. Hat er sich verletzt? Leid. Nein, nicht runter. Na komm. Und da waren es nur noch 5. Sehr gut. Nochmal heilen. Der fällt weiter weg. Oh, wieder heilen. Ganz außer Acht gelassen. Oh, schnell. So. Haben wir auch erledigt. Wieder geheilt und... können wir den verprügeln. Oh Gottes Willen, Leute. Ich muss mal kurz ein bisschen das Weite suchen, ich möchte nicht sterben. Er kommt gleich wieder. Schade. Nicht getroffen. Leider. Aber er kommt ja hoch, da können wir dir das geben. Oh Gott, will. Komm, Feuer. So. Sorry. Verzeihung. Jeweils noch von jedem einen. Wir haben einen Kultisten, eine Wache und einen Befehlshaber, die wir ausschalten dürfen. Wow, wo ist die Kiste? Den Rest haben wir ja ganz gut erledigt. Nein, guck nicht in meine Richtung. Was war das? Ich würde gerne einen Hinterrücks angreifen, dass wir unseren Punkt noch füllen können. Dann scheinen wir von spontan von dem Befehlshaber hier. Oh, der halb tot. Muss vielleicht doch wieder die Rüstung ändern. Mit der ist manchmal echt sehr knapp. Ach, Feuer sei Dank. Oh, böse verzogen. Na Leute, wieso treffe ich den denn nicht? Der macht doch gar nichts. Schön. Haben wir auch genommen. Jetzt noch hier den Schatz plündern. Und weiter geht's. Da oben ist eine Kiste, oben sind 2 Kisten. Und der Kultist. Hoffentlich können wir ihn noch ein bisschen hinterrücks angreifen, dass wir da Lebensenergie loswerden.
hat noch irgendein Tier an seiner Seite, das ihm mithilft. Ich glaube, so Hendrix angreifen wird ungünstig werden, weil es hier nur einen Eingang gibt. Du böse Mietekatze. Oh, es ist sehr dunkel. Ich sehe die ein bisschen schlecht. Ich hab das Herr, das brauchst du nicht. Damit kannst du nicht umgehen. So, einen sind wir schon mal weg. Wow! Was war das denn für ein Schaden? Oh, das war auch wieder so ein Assi-Move. Weg, 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 weg. Nee. Heilst du dich mal bitte? Hoffentlich heilt er sich nicht. Wäre, ja, wäre gerecht, aber wäre scheiße. Einwandfrei, er ist noch. Okay, er ist doch geheilt. Na, krieg ich mal. Ich kann dann. Echt jetzt? Er ist nicht sehr geschickt. Er kämpft unten mit der Mauer. Au. Schön, wie ich das immer nicht treffe. Halb. Ganz ehrlich, ich muss die, glaube ich, wieder wechseln. Die ist ungünstig. Gefühlt verliere ich sehr viel Energie um nach bei Angriffen. Da hatte ich vorher mehr ausgehalten. Das ist doof. Ich mache mal das, was so an sich am besten ist. Okay, das ist schon damit am höchsten. Sieht dann komisch aus, der von denen was anhaben. Schuhe 66, 66 und hier gab es noch irgendwas zu markieren, das hier. Ne, mit denen können wir schon ganz gut leben. Mal schauen bei den Schuhen, aber ich glaube, die waren auch alle ähnlich. Entweder gleich oder schlechter. Mal gucken, ob das jetzt besser funktioniert. Kann doch nicht sein, dass wir damit so viel Schaden kriegen. Ist der außen? Nein, doch, der ist außen. Du warst es im Weg, Kosten. Mein Name ist Polem. Mir gebührt die Ehre, dich zu töten. Oh. Oh, Gottes Willen. Autsch. Hä, wieso Feuer? Wir haben doch gerade die Assassinen vorne angegriffen. So, deinen Eindruck kannst du dir mal sparen. So ein Mist. Oh, Scheiße.
Toll. Lief ja gar nicht gut. Habe ich das Heim außer Acht gelassen? Ach, unglücklich. Na gut. Auf ein neues. Ich hoffe, das läuft das Ganze ein bisschen besser. Denn das war gerade echt sehr ungeschickt. Ah, toll. Vorsichtig. Niemand darf mich sehen. So. Hier gibt's einen, das. Wir machen wieder erst die ganzen restlichen und dann, ja. Ah, ich dachte, ich schubbe hier runter. Okay, sind wir fertig. Sehr gut, nicht runtergefallen dann. Hätten wir der wieder hinterher rennen müssen und das alles holen müssen. Wobei, der hat ja nicht so viel zur Hand. Ich wechsle gleich mal auf was Besseres. 91, 91 und wir machen das. Wir gehen mal nur nach deren Wert der Rüstung. Da sind wir doch wieder bei der angekommen. 77, 180. Bench. Schon ist es egal, wir nehmen die hier. Ja. Mal schauen, wie es jetzt läuft. Ich hoffe, besser. Nicht wieder so wie gerade. Oh, da ist einer. Na toll, jetzt habe ich unsere Flammrüstung, unsere Flammenwaffe nochmal entflammt. Bist du bald mal fertig? Schön, jetzt kommen drei. Das ist ganz gut und ganz geschickt. Da kann ich das hier machen. Halt. Ich glaube, der Rest macht das Feuer. So. Sehr gut. Zwei ausgeschalten. Dann. Ach, der guckt uns dummerweise an. Versuche jetzt mal keine Fähigkeiten zu verwenden, damit wir einfach mal, wenn wir. Was machen die denn für Schaden? Da soweit sind, dass wir dort noch ein paar Punkte übrig haben. Hier ist keiner weiter. War schon. Schön. Dann werde ich hier das mitnehmen. Wir haben einen Schatz. Ist hier drüben noch einer? Na gut, erstmal egal. Gucken wir, dass so ein Mensch allein ist, den wir erledigen können. Was machst du denn jetzt wieder? Bleib doch mal einfach stehen. Oh! Wo kommt der denn her? Gar nicht gemerkt. Hab zwar was erzählen, aber ich fühlte mich nicht angesprochen. Oh Gott. Haben wir noch einen? Den ja. Ach, da ist ja noch einer. Schön. Weg vom Fenster ist er.
sehr gut. Hat wunderbar geklappt, einwandfrei. Oh ja. Jetzt noch den hier oben. Dachte ich zumindest. Was da einen gab. Okay. Holen wir mal die Tafel. Ist denn hier noch einer? Es läuft noch einer rum. Ich weiß aber allerdings nicht wo. Ach, da hinten. Na, da schau einer an. Erstmal die Kiste zum zweiten Mal. Und erledigen ihn dann. Weiß gar nicht, hatten wir die schon mal? Ich glaube aber eigentlich schon. Versuchen wir es da noch einmal und hoffen mal, dass es diesmal besser funktioniert, das Ganze. Aber guck doch immer in die Richtung, wo wir stehen oder wo wir ankommen. Oder? Nein, jetzt gerade nicht. Du wagst dem Willen des Kosmos zu trauen. Mein Name ist Polemon. Mir gebührt die Ehre, dich zu töten. Das war doof, dass ich sie so verwendet habe. Weil eigentlich kam noch nicht viel bei rum. Okay, die Katze ist weg. Jetzt haben wir nur noch ihn. Oh, du kleine Stückchen. Au. Feuer ist heiß, du Mist. Heilst du dich mal bitte nicht? Was ist das für eine lange Axt? Die ist echt auch nicht verkehrt. Schade, das war der letzte. Der macht mich ein bisschen schwer. Fühlt mich jetzt voll gut und dachte, ey, wir können alles mit ihnen schaffen. Der zerstört ein bisschen meine Ansicht. Dunkel hier. Boah. Ich bin ein bisschen schwitzen gekommen. Schön, geschafft. Du richtest kein Unheil mehr an. Einwandfrei. Weg ist er. Guck, ganz traurig. Und haben noch einen entdeckt? Ich glaube erstmal nicht. Hier haben wir noch was rausgefunden.
sehr toll. Also ich finde es gut. Haben wir hier noch die eine Kiste, die es hier irgendwo unten gibt. Ich weiß es nicht. Wir müssen mal schauen, wie wir da hinkommen. Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufe. Schauen wir mal, was sich da hinten beim Fragezeichen noch verwendet, versteckt. Mal gucken, was wir da finden, was uns da erwartet. Hoch mit dir. Du schaffst das. Ah, ich glaube mal die Höhle. Oder nein, das hier unten. Das versteckt sich da. Und all das. Ah, noch einer. Schau mal einen an. Oh, die brennt erstmal kurz. Geh mal ein Stückchen weg. Hallo, ich bin noch nicht fertig. Irgendwas? Ich glaube, gab. Ach, da hinten ist noch einer. Oh, Giftpfeile wieder. Also sonst können wir uns nichts dagegen setzen und sind einfach nur weg. Noch den Gefangenen hier befreien. Erledigt das Ganze. Nein, wir machen nichts damit. Den lassen wir leben. Mal schauen, wie ihre Cube uns denn so ungefähr bewegen. Ah, da an der. Wollte eigentlich erst nach. Ist die auch noch ein Fragezeichen?
Ihr habt das auch eins, aber dann. Ja, gehen wir halt nach hier. Ist jetzt auch kein großes Ding. Na los! Da hinten ist gleich noch was, ansonsten nö. Erstmal nichts, also nur das, was grob vor uns liegt. Bewegung. So, mal kurz die Vogel rausholen. Wieder solche. Da tue ich mich immer schwer. Okay, bei denen jetzt gerade nicht. Ansonsten ist der böse. Okay, der macht nichts. Ist mir schon mal sehr sympathisch. Jetzt, oh Gottes Willen. Sehr schön, die zwei sind auch weg. Dann laufen wir mal hier hoch und gucken, was sich da oben noch so versteckt. Wir müssen hier noch einen Anführer finden und der da ist es nicht. Na, wo ist er denn? Ob es noch auch einen anderen Ausgang gibt oder Eingang? Da hinten ist noch was. Da kommen wir her. Ich glaube, hier ist nichts. Dann laufen wir da mal in die andere Richtung. Und schauen, ob sich dort was versteckt. Auch nix. Wo ist... Okay. Au. Das war aber auch nicht. Aber wir müssten ja bald haben. Da sitzen noch zwei. Da sind noch mehr als zwei. Aber die vermeintlich. Ah, da ist er. Nein, das war der Falsche. Oh, ging ja erstaunlich gut.
Sehr schön. Brauchen wir nur noch die Kiste. Ist hier hinten was? Sonst brauche ich vielleicht doch mal ein bisschen Licht. Licht so rum. Um da was zu finden. Denn die würde ich gerne auch mitnehmen wollen. Nur erstmal halt finden. Gut, dann gehen wir noch mal kurz raus aus der Höhle und rufen doch mal den Vogel zur Hilfe. Ah doch, die Höhle haben wir schon mal gesehen. So, und noch mal rein und holen die. Na, sind wir gleich da? Bin ich schon vorbeigelaufen, hab's nicht gesehen oder ist die tatsächlich noch woanders? Die sind doch paar 90 Meter. Ich so nervig finde, nach den Kisten zu suchen. Laufen wir mal ein Stückchen zurück, entfernen uns etwas von dieser. Wo soll die denn sein? Ah, hier. Okay, das ist jetzt eine andere gewesen. Egal, nehmen wir mit. Dann können wir hier rausgehen. Total gelohnt, da hochzuklettern. Sollten gleich am Ausgang sein. Ah, schön, da ist wieder ein bisschen Dämmerung zu sehen. So. Okay. Schauen wir mal eben. Na gut, ist gerade nicht viel zu sehen. Da oben liegt ein einsames Bäumchen. Und hier gibt es auch noch ein bisschen was zu entdecken. Da ist eine Stadt, die ist ja riesig. Hier hinten ist noch ein Fragezeichen. Da gibt es auch noch eins. Also ist noch ein bisschen was zu durchsuchen. Ich dachte, dass wir eigentlich einen Tick schneller sind, dass ich einen Tick schneller bin, aber... scheint nicht so. Da hinten gab es ja auch noch ein bisschen was zu durchgucken. Ja, machen vielleicht doch erstmal uns dann wieder eine. Treffen uns dann hier. Machen hier weiter. Hier geht es eine Mission. Die können wir auch gleich mal mit erledigen. Beim nächsten Mal dann. Da müssen wir noch ein bisschen hier auf den Berg klettern und schauen, ob es hier irgendwas gibt. Da weiß ich nicht Bescheid. Hier haben wir noch einen Teil zu durchsuchen. Ja, so ein bisschen ist noch übrig. Machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Dürft ihr gerne zeigen, indem ihr es kommentiert, abonniert und ja, beim nächsten Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Crochi. Bye.